Hallo Freunde, ich begrüße euch auf meinem Kanal. Über einen Daumen hoch freue ich mich sehr. Über ein Abo noch viel mehr. Danke. Willkommen zurück. Eine weitere Folge Factorio Steinwelt Multiplayer Server. Ich habe schon wieder ein bisschen gebastelt. Wir haben jetzt hier Stein mit am Start. Hier kommt Glas. Und wir brauchen auf jeden Fall noch Holz. Und das wird jetzt hier drüben vorbereitet. Über die Gewächshäuser, die es aus dem Bobmod gibt. Die laufen auch schon. Und da sollten wir dann 3 Bäume jeweils rauskriegen aus 10 Setzlingen. Und hier unten wird aus einem Holz 5 Setzlinge. Also es wird dann ein Kreislauf, der sich hoffentlich selbst gut erfüllt. Oder erhält, wie auch immer. Und da ist schon wieder ein Fehler, weil die Bäume müssen, glaube ich, auch noch zersägt werden, sonst kriegen wir gar kein Holz. Gut, da habe ich jetzt natürlich nicht dran gedacht. Noch ein Punkt, der noch rein muss. Und Bäume machen wir. Die machen wir dann in der normalen Maschine, wa? Noch etwas übersehen. So, gucken wir mal. Jo. Noch Sägeblätter. Das wird ja ein Spaß. Okay, da müssen wir noch mal ganz umbauen. Nee, wir bauen nicht um. Nö. Wir lassen das dabei. Wir lassen uns die Bäume liefern. Das Holz, was wir brauchen, mit zugehörigen Sägeblättern, das stellen wir uns jedes Mal vor Ort her, wo wir es brauchen. Denn ein Baum ergibt ja... Aber nee, dann haben wir das Problem, dass der hier nicht... dann ziehen wir die Sache einfach ein Stück nach oben. Gucken. Ziehen die Sache jetzt nach oben. Und zwar genau... Das wollte ich gerade sagen, eine Etage nach oben. So. Dann packen wir die Dinger trotzdem zersägen. Wir müssen sie zersägen, sonst kriegen wir... Mal denn das vor lauter Schreck. Ach Mensch, da geht's schon wieder los. Wir müssen ja ein paar Bäume zersägen, sonst haben wir kein Holz für die Teile hier unten. Denn ohne die kommen wir ja nicht weiter. Machen wir jetzt wie folgt. Hier und einer da. Da haben wir auf jeden Fall ein paar Bäume separé. Dann machen wir hier rein. Ne. Das ist Unfug. Hier rein. Aber wir greifen von dort. Und wir greifen von dort. Und den dahin und den dahin. So. Du baust uns Sägeblätter. Kristallverstärktes Sägeblatt. Hoho. Ne, normale Sägeblätter. So. Die lassen wir uns dann rüberlegen. Rüberlegen?
brauchen wir, um die Sägeblätter rauszunehmen und wieder reinzupacken. Den brauchen wir. Geht nicht, fehlt ein Platz. Wir brauchen da oben einen Platz mehr. Einen müssen wir nach unten. So. Denn wir brauchen ja hier oben noch ein Strömchen. Das muss dahin und dahin. Ohne Strom geht nicht. So, Sägeblätter kommen jetzt. Direkt rüber. Hier und hier. So. Dann nehmen wir den. Der soll von drin nach drin greifen und wird dann die Sägeblätter direkt zurücklegen. Geht am schnellsten. Dann müssen wir nur... Wie kriege ich denn das jetzt von lauter Schreck hin? Können wir schon... Jo, Kabel haben wir schon. Signalkabel haben wir. Das ist gut. Die brauchen wir. Und zwar vom Arm. Können die Maschine nicht auslesen. Neues Problem. Brauchen wir eine Kiste. Wir brauchen eine Kiste. Holzkiste reicht. Dorthin, dorthin. Brauchen wir einen Greifarm mehr. Dem sagen wir, der soll nur greifen, wenn Sägeblatt kleiner kleiner 1. Ja. Wenn Sägeblatt kleiner 1, dann soll er greifen, und zwar von hier in die Kiste. Das gleiche machen wir bei dem anderen. So, wenn Säge... Nein. In die Kiste. Von dort. Wenn Sägeblatt kleiner 1. Dann soll er da reinlegen. Okay, das passt. Der holt zurück und der greift aus der Kiste. Genau. Und der genauso. Die Maschine kann man nicht auslesen, also kann man es nur so machen. Und der packt ja die Sägeblätter direkt. Ey, da brauchen wir einen gefilterten. Nicht, dass der das Holz dann versucht zurückzupacken. Das wäre ja auch unsinnig. Können wir schon einen gefilterten bauen? Filternder Greifarm. Jo, und noch einen. Was ist alle? Glas. Brauchen zwei gefilterte. Und zwar müssen die hier gefiltert werden, damit die wissen. Glas. Sägeblatt. Der soll nämlich nur Sägeblätter greifen. So ist richtig. Ach, Quatsch, ja. Jetzt, Sägeblätter. Dann nimmt der die fertigen Sägeblätter raus, weil wir haben ja eine Ausschussquote bei den Sägeblättern.
So müsste das jetzt funktionieren. Sägeblatt, Baum gleich Holz. Genau. 90% Sägeblätter kommen wieder raus. Kristallsägeblatt haben wir noch nicht. So. So. Und der greift jetzt aber nicht mehr von dort, sondern von hier. Und er hier greift jetzt von hier. Wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, dann sollte es jetzt funktionieren. Ich muss nur gucken, wie ich dann gut, das passt schon mal. Die sind drinnen. Die Bäume sollten dann kommen. Gab es nicht irgendwo welche? Setzen wir. 10 hier. Und 10 dort. Und Bäume. 5 da. Und 5 dort. So, gucken. Da gehen welche rüber. Die werden reingepackt. Die werden zersägt. Sägeblätter kommen raus und der müsste ganz schnell die Sägeblätter zurückpacken. Oh, da haben wir schon 11 Holz, 7 Holz, viel Holz. Setzlinge, halt. Du legst kurz auf. Und du auch. So. Wunderbar. Okay. Ja, und damit haben wir Holz. Holz vor der Hütte. Wunderbar. Wunderbar. Dann kommt das Ganze nochmal oben dran. Das sollten wir jetzt trotzdem gleich nochmal bauen. Gewächshäuser. Was fehlt? Gelbe Greifarme. 5. 2 Rohre. Dann fehlen bestimmt 2 Pumpen. Was brauchen wir noch? Zeig an. Pumpen haben wir gemacht. Jetzt sind die auch schon wieder alle, die Strömchen. Meine Güte. So. Wieder was geschrieben, was übersehen? Nö, im Moment nicht. Gut. Dann sollte das hier jeden Moment losgehen. Die Rohre kommen, die Pumpen sind gleich und das ist auch gleich. Gut. Was ich jetzt gleich machen werde, ist die Sache hier nach oben erweitern. Also ich werde das jetzt nicht bauen, das machen wir nachher. Dazu, ich werde das jetzt nicht bauen. Das Inventar voll haben mit dem Kram. Gut, dann baut sich's von selbst, klar. Da dann nicht mehr. Gut. Hey, die sind aber laut da unten. So, die laufen. Okay. Dann gibt's Bäume. Und wenn es Bäume gibt, gibt es Setzlinge. Aber gibt kein Holz, weil. Okay. Shit. Warum? Warum ist der schneller als der? Ach Quatsch. Ich bin doch doof. So. Alle da rein. So ein Unfug. Einfach in die Kiste mit rein. Und der nimmt immer aus der Kiste raus. Und damit kommen die Teile immer dahin zurück. Und der packt nur nach. Ja.
So ist es, wenn man nicht hinguckt. So, wenn wir jetzt hier lang gehen, kommen wir nicht hin. Mal gucken. Also, wir müssen hier drüber. Wer hat denn da einen Strom hingestellt? Den erwische. So ein Lausbub. So. Jetzt will ich da mal gucken. Ich finde diese Funktion so witzig. Mal sehen, ob die geht. Jupp. Coole Sache. So, okay, also wir brauchen, darf man noch mal welche? Kriegen wir natürlich nicht, weil Eisenplatten alle. Gut. Sollte auch nicht das Problem sein. Jetzt tun wir. So, los. Nee, das ist doof. Weg. Die Spinner sind hier unten, die muss er nicht bauen. Jetzt können wir. Wir könnten den noch hier durchziehen. Ach, ich kann auch drum herum führen, oder? Mal gucken. Ich weiß, dass der unnütz ist, der gerade. Aber um es zu komplettisieren und damit es dann auch ein bisschen einheitlich aussieht. So, und dann kommt das Holz hier an. Mal gucken. Okay. Dann müssen wir das jetzt hier einen nach oben versetzen, aber das macht auch nichts. Zwei noch. Und ui. Alle. So, dann gucken wir doch mal. Rodium hat vorhin die Abfrage gemacht. Hier habe ich mal kurz einen Blick, ob er mir eine Nachricht geschickt hat. Ups. Eine persönliche. Weil wenn, muss ich nicht auf die Whiteliste setzen. Also, muss ich, klingt doof. Nö, bis jetzt noch nicht. Okay. Meine Flüsternachricht müsste ja auch im Chatbot, glaube ich, ankommen. Na, lassen wir uns überraschen. Gut, das erste Holz kommt hier so ganz langsam angeschippert. Das ist gut. Dann haben wir den Teil auch fertig. So, wunderbar. Kann sich nur um Stunden handeln. Okay. Alles gut. Ach, hier fehlt schon wieder was. So, dann hoffe ich auch, dass hier das mit den Sägeblättern nicht zu schnell ausgeht. Oh. Da hätte ich nicht mit gerechnet, dass hier 100 Stück gleich so schnell drauf sind, ausgehen, also weg sind. Quote. Na gut, hier liegt jetzt einiges an.
Okay. Dich werde ich erkennen, wenn du da bist. Ja, du wirst aber nicht reinkommen. Ich muss dich erst auf die Whitelist setzen. Deshalb die persönliche Nachricht mit deinem... mit deiner Zugangskennung sozusagen von Factorio selbst. Aber es wird dann eh angezeigt, weil dann kommt meistens hier unten irgendwo so eine Meldung oder hier oben. Ich bin mir nicht gerade nicht sicher. Irgendwo hier auf der linken Seite auf jeden Fall lädt die Karte runter, tritt bei und solche Späßchen. So in der Art. Der Name ist derselbe wie hier. Okay, dann gucke ich mal, dass ich das gleiche anpasse. Ich hoffe, dass der die Whitelist annimmt, ohne dass wir den Server neu starten müssen. Du willst hier eine Forschung machen, okay. Jetzt bin ich natürlich mitten in der Videoaufnahme, aber ist egal. Das machen wir einfach live und in Farbe nebenbei mit. So, das ist... da ist die Whitelist. Die wollen wir bearbeiten. Mal gucken. Lucifer hat ja auch einen Zugang. Den hatte ich schon mit eingerichtet. Denn er hatte sein Abo vor 2 Tagen nämlich verlängert. Klamm und heimlich, ohne was zu sagen. Okay, du hast also super Internet. Studio 80. Okay. So, in der Whitelist habe ich dich eingetragen. Ich hoffe, dass der das ohne weiteres mit reinnimmt, dass man nicht neu laden muss. Weil der Server neu startet, der dauert immer eine Weile. Müssen wir mal ausprobieren, werden wir ja sehen. Gut, okay, das steht schon mal. So, mit dem Stein gehe ich hier jetzt weiter hoch. Weil irgendwo muss ich anfangen. Fangen wir hier an oder fangen wir hier nicht an? Ist die zu kurz, ist die zu lang? Ich bin mir gerade so unsicher. Mal kurz, der wirft uns aus Stein. Rechnen wir es kurz aus. Wir wollen haben Stein. Nee, Ziegel. Ach, nicht Stein, Ziegel. Die hier und die haben. Nein, nicht stecken. Hä, keine Geschwindigkeit dran. Steht die da nicht normalerweise? Laufgeschwindigkeit, geil. Ich wollte aber die Herstellung wissen. Der Ofen hat ein Tempo von 1. Hm. Okay, da steht's nicht dran. Hier, 3,2. Okay. 3,2 brauchen sie. Das heißt also, 3 Öfen wäre einer pro Sekunde. Wir haben 16 Dinger drauf. Das heißt, wir könnten... Wow, eine ganze Menge. Ich glaube, uns geht der Strom aus, aber ganz gewaltig. Wieso das eigentlich? Achso, wir haben ja bloß hier unten die Paare. Stimmt ja. Mist, wenn der ganze Kram... per Dampf läuft.
Das war jetzt ungünstig gelöst. Haben wir hier noch genug Kohle? So. Ja, ja, so ist das, wenn man nicht hinguckt. Zack. Stromversorgung steht ja auch noch nicht. Und ich baue und baue und baue. Nein, mein Internet bremst du nicht. Der Server ist extern. Deshalb auch extra über Multiplayer und so weiter. So wie es hier... warte mal, steht es hier drinnen? So wie es dann drinnen steht, wenn du Factorium in den Server eingibst. Da ist ja angegeben, welche Punkte angeklickert werden sollen. Also der Server steht woanders. So, das Video 25 Minuten. Machen wir mal eine Pause bei dem Video. Und beim nächsten Mal werden wir doch noch nicht in die Produktion gehen, sondern wir werden erstmal eine Stromproduktion noch hinsetzen. Vielleicht am besten hier unten dran. Ich glaube, dass das wir beim nächsten Mal brauchen, sonst kackt uns das hier nämlich alles ab, weil wir nicht genug Strom am Start haben. Damit beende ich erstmal das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen da, drückt auf Abonnieren. Ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Tschüss.